Willkommen zum heutigen Videotest. Wir weihen unsere neue Videokarte ein, unsere Capture-Karte. Hoffen, dass es jetzt ein wenig besser funktioniert. Vielleicht haben ein paar aktive Follower vorhin schon gesehen, dass wir schon eine Version hochgeladen hatten. Allerdings war das noch in einem falschen Format. Jetzt haben wir das Ganze nochmal aufgenommen, ein paar mehr Spielszenen, denn wir sind ja schon etwas weiter. Und damit begeben wir uns dann auch im Spiel. Das, was ihr jetzt gerade seht, sind Intro-Szenen. Xenoblade Chronicles ist wirklich sehr episch gestaltet. Epische Story, epischer Soundtrack, alles, was ein Rollenspiel braucht. Final Fantasy sollte sich eine Scheibe abschneiden. Das steht schon jetzt fest, obwohl wir noch ziemlich am Anfang gespielt sind. Bekommen wir das Spiel erst gestern, bedeutet doch etwas nach Release Date. Demnach werden wir wohl noch ein wenig brauchen, bis wir einen abschließenden Test schreiben können. Ja, genießt erstmal ein wenig die Szenen. You gotta be kidding! It's their main force. Looks like the Mechon are hell-bent on taking us out. They'll have to be if they want to beat us. Now, let's even the odds a bit. You heard him. Dixon, Munka, let's do this! Nach einem wirklich langen und bombastischen Intro geht es hier jetzt hinaus und wir sehen so ein wenig die Welt, denn die ganze Story baut auf zwei Titanen auf, die vor Urzeiten gekämpft haben und auf einem mystischen Schwert. Was da genau die Zusammenhänge sind, wissen wir jetzt auch noch nicht so genau. Hier sehen wir nochmal den Namen, Xenoblade Chronicles, wunderbar. Und sind dann auch direkt im Spiel. Wir haben das Ganze hier ein wenig zusammengeschnitten, zwischendurch gibt es schon ein paar Ladezeiten, außerdem konnte man zwischendurch auch schon mal ganz kurz spielen, als übermächtiger Superhero, als kleine Einführung. Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Hauptcharakter des Spiels, ein kleiner Junge, wie es doch sehr gerne in japanischen Rollenspielen verwendet wird. Unser kleiner Held hier hat nämlich ein ganz bestimmtes Fable und das ist Schrott sammeln, um Erfindungen zu bauen, also selbst Erfindungen zu machen. Dabei helfen ihnen so einige bekannte Charakter, die wir eben schon im Intro gesehen haben. Ja, und so ist das. Jetzt ist es das erste Mal, dass wir uns hier durch das Spiel bewegen können. Wie ihr unten sehen könnt, haben wir dort eine Fertigkeitenliste. Die Kämpfe laufen insgesamt ziemlich automatisch ab. Wir können nur die Fertigkeiten nach und nach aktivieren. Die sind dann mit Cooldowns mehr oder weniger so abgestimmt, dass sie nicht zu übermächtig sind. Wir haben von Anfang an auch einen kleinen Heilzauber, so dass wir hier auch niemals irgendwie zu sehr in Bedrängnis kommen. Und insgesamt spielen sich die Kämpfe wirklich sehr actionlastig, geht sehr schnell von der Hand und ja. Wie ihr vielleicht eben oben gesehen habt, gibt es dort so einen kleinen Pfeil, der zeigt uns immer die Richtung an, in der wir uns bewegen müssen. Es gibt Nebenquests, die können wir hier in der ersten Stadt annehmen, Kolonie 9. Natürlich gibt es dann auch sehr viel mehr Städte, die man mit der Zeit bereisen wird und so weiter, aber wir sind ja hier noch am Anfang des Spiels. Für Wii, finde ich, hat das Spiel wirklich eine sehr, sehr gute Optik. Warum jetzt Nintendo so lange gewartet hat, das Spiel hier nach Europa und in die USA zu bringen, wissen wir nicht, können wir uns auch nicht erklären, weil eigentlich ist das Spiel echt genial. In Japan gibt es das Spiel schon länger, aber so ist das halt. Was man vielleicht ein wenig bemängeln kann, ist die englische Sprachausgabe, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, uns Deutschen auch eine entsprechende Sprachausgabe zu geben. Außerdem ist die ein oder andere Lokalisation wirklich daneben gegangen. Da gibt es zum Beispiel, ich komme jetzt gar nicht genau drauf, irgendwas mit Raub, ja, Schrottraub oder ich weiß auch nicht, aber halt ganz komisch.
kann man sich manchmal nur an den Kopf packen, aber das sind natürlich Dinge, die nicht das Spielgeschehen beeinflussen, denn spieletechnisch ist das hier wirklich mal wieder ein richtig hochkarätiger Titel, den man nur jedem ans Herz legen kann. Wie ihr seht, sind wir jetzt hier in der Stadt angekommen und bewegen uns hier irgendwie ein wenig durch die Stadt in der Hoffnung, irgendwas zu entdecken. Ja, grundsätzlich folgt man dem Pfeil, achtet aber auch so ein wenig auf die Karte. Dort seht ihr nämlich eventuell einige Ausrufezeichen. Die Ausrufezeichen stehen für Quests, wie in den meisten Rollenspielen, und die können wir dann annehmen, um eventuell ein paar XP, Items oder halt auch Gold abzustauben. Ja. So, jetzt sehen wir ein paar Altbekannte aus dem eigentlichen Intro wieder. Ja, das mächtige Schwert, das Superhero-Schwert. Ich kann mir schon vorstellen, damit werden wir sicherlich später auch rumrennen. Als Held. Naja, so ist das. Übrigens ist das hier das Labor von unserem Helden und hier von dem, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber auf jeden Fall, die beiden forschen und insgesamt wird es wohl in dem Spiel auch ein Craft-System geben. Konnte ich jetzt noch nicht ausprobieren. Man kann auf jeden Fall Juwelen kräften, das habe ich schon herausgefunden. Allerdings ist der Ofen noch kaputt, da kommt wohl noch die eine oder andere Quest auf mich zu. Yes. If anyone other than Dunban were able to control the Monado, we could surpass any military force in the world. You think so? What are these hidden functions you mention? It's still only conjecture, but it's starting to look like the Monado might be something far more significant than just a weapon for defeating Mekon. I see. And the evidence to support your theory? Wie man einfach daraus schließen kann, dreht sich hier also alles um das Schwert, was irgendwie übermächtige Fertigkeiten hat. Wie sich die Story dann weiterentwickelt, ob es Wendungen gibt und so weiter, werdet ihr noch schriftlich erfahren. Wie schon angekündigt, werden wir nur noch ein wenig brauchen, denn was schon jetzt feststeht, das Spiel soll wohl einen enormen Umfang haben. Demnach kann man sich damit wohl Wochen beschäftigen und da wird es wohl ein wenig dauern. Hier haben wir nochmal unseren soliden, mobiden Haupthelden von der Anfangssequenz. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Verhältnis das Mädchen zu dem steht. Könnte eventuell seine Tochter sein, weil der liebe Herr schickt uns dann noch Richtung Haupthelden, dass wir uns mit ihm treffen. Liebesgeschichte bahnt sich an. Ihr seht schon, alle Klischees in diesem Japano-RPG sind erfüllt. Wunderbar. Jetzt haben wir auch schon fast die 10 Minuten voll. Deshalb sage ich an der Stelle schon einmal Tschüss. Besucht uns auf PlayStationVita.de und auf Spieleberichte.de und abonniert uns. Dann gibt es demnächst auch deutlich mehr Videos. Ich freue mich auf euch. Dunban, thanks. I'm not finished yet. I have to be prepared to use the Monado again.